Viele Menschen leiden an lebensbedrohlichen Krankheiten von Herz, Blut, Lunge oder Leber. Wie kann diesen Menschen geholfen werden, obwohl es immer viel zu wenige Spenderorgane gibt? Diese Frage stand am Anfang von Rebirth. Aus der Transplantationsmedizin, Transplantationschirurgie kommt, haben wir Mitte der 90er Jahre gesehen, dass wir niemals genügend Organe haben werden, um Patienten mit einem terminalen Organversagen, wie wir sagen, wirklich helfen zu können. Und dadurch wurde es notwendig, alternative Therapiestrategien zu entwickeln. Bei Rebirth arbeitet die Medizinische Hochschule Hannover mit anderen hochklassigen Hochschulen und Forschungsinstituten zusammen. Rebirth steht für From Regenerative Biology to Reconstructive Therapy. Das Ziel ist, ganz, ganz vielen kranken Menschen mit Gewebeschäden, mit Organschäden, mithilfe regenerativer Therapieansätze weiterzuhelfen. Für die Forschung ist es dabei sehr wichtig, mit menschlichen Zellen und menschlichem Gewebe zu arbeiten. Beim Tissue Engineering wird versucht, solche menschlichen Gewebe im Labor wachsen zu lassen. Auf Trägern, die gerade noch mit Nährlösung versorgt werden, wachsen hier zum Beispiel Herzmuskelzellen. Unter dem Mikroskop kann man dann sehen, wie die Herzmuskelzellen ihrer natürlichen Aufgabe nachgehen. Sie ziehen sich zusammen und entspannen sich wieder. Um sich solche und andere Prozesse auf Zellebene anzusehen, aber auch um Zellen zu manipulieren, sind Laser aus der Forschung nicht mehr wegzudenken. Professor Alexander Heisterkamp arbeitet bei Rebirth mit Lasern. Damit kann er sich Zellen ansehen, sie aber auch bearbeiten. Das Besondere, was wir mit dem Laser an den Zellen tun können, ist natürlich einerseits die Bildgebung über hochauflösende Lasermikroskopie, die Zellen darstellen, teilweise auch Zellbestandteile darstellen, ohne dass wir sie vorher anfärben müssen. Und können dann aber andererseits auch mit dem Laser diese Zellbestandteile manipulieren und abtragen. Also zum Beispiel den Zellkern von einer Zelle entfernen oder eben auch DNA in diese Zellen dann einbringen mit Hilfe des Lasers. Professor Heisterkamp kann neue DNA gezielt in eine Zelle einbringen. Dazu schwimmt die Zelle in einer Flüssigkeit, die die neue DNA enthält. Mit dem Laser schießt Heisterkamp ein Loch in die Zellwand und die neue DNA dringt durch das Loch aus der Flüssigkeit in die Zelle ein. Balasai Sundarasethi promoviert bei Rebirth. Das Thema seiner Arbeit ist In vitro expansions of T-cells with genetically reprogrammed dendritic cells. Zu Rebirth haben ihn aber vor allem die guten Bedingungen gebracht. Das Programm ist gut strukturiert und hat unmittelbare Relevanz und Anwendung im Forschungsgebiet. Ich werde hier sehr gut betreut und unterstützt. Außerdem bieten Rebirth und die MHH mit Kontakten in die Industrie und der Translation der Forschung in die Klinik den Doktoranden eine sehr gute Möglichkeit, sich in ihrem Forschungsgebiet weiterzuentwickeln. Um Stammzellen weiter zu verwenden, müssen sie zunächst reprogrammiert werden, um dann wieder differenziert zu werden. Wie das funktioniert, untersucht Dr. Kanz. Wir interessieren uns dafür, ob wir es schaffen können, aus einer Zelle, die noch kein spezielles Programm hat, eine solche Zelle zu machen, wie eine Leberzelle zum Beispiel, eine Herzmuskelzelle oder eine Blutzelle, die eine ganz spezielle Aufgabe übernehmen kann. Und dafür müssen wir Stammzellen so programmieren, wie wir sagen, oder differenzieren oder spezialisieren, dass sie eben diese spezielle Funktion wahrnehmen kann und eben nicht andere Funktionen wahrnimmt. Diese Fähigkeiten können die Forscher dann für verschiedene sehr interessante Bereiche verwenden. Vor allem einige Erkrankungen des Blutes, der Lunge oder der Leber werden damit bei Rebirth erforscht. Unsere Idee ist es, dass wir eine Perspektive in der Organtransplantation entwickeln, dass wir nicht das gesamte Organ transplantieren, sondern dass wir Teile, nämlich einzelne Zellen, transplantieren. Und dabei haben wir angefangen, adulte Leberzellen zu transplantieren. Dies machen wir in die Pfortader, wie eben im Ultraschall gezeigt, und wollen dann natürlich auch zukünftige Produkte entwickeln, indem wir dann Zellen nehmen, zum Beispiel Stammzellen, reprogrammierte Zellen, die Leberzellfunktionen wahrnehmen. Stammzellen, die für solche Zwecke hergestellt werden, können durch Entartung unbrauchbar werden. Für die Risikoabschätzung bei der Herstellung der Stammzellen ist Professor Brigitte Schlegelberger zuständig. Wenn wir Stammzellen für therapeutische Anwendungen herstellen, dann müssen wir diese Stammzellen einem ganz enormen Wachstumsdruck aussetzen. Das heißt, wir verpflanzen in vielen Fällen Wachstumsgene in die Stammzellen. Das hat grundsätzlich immer das Risiko, dass diese Stammzellen bei der weiteren Entwicklung während des Wachstums entarten. Und unsere Aufgabe ist, diese
Entartungswahrscheinlichkeit oder dieses Entartungspotenzial uns genauer anzuschauen. Mit seinen Partnern MHH, HZI, Fraunhofer, ITEM, FLI, MPI Münster sowie der Leibniz-Universität und der Tierärztlichen Hochschule Hannover will Rebirth weiter neue Wege beschreiten und mit rekonstruktiven Therapien immer mehr kranke Menschen heilen.